Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play The Orcs Must Die 2. Wir versuchen uns nochmal an die Durchgänge, an den Durchgängen. Ja. Hi Leute. Der Darkest ist natürlich auch wieder am Start. Oh ja, mit Tried. Und wir versuchen unser Glück. Unser Glück, das wollte ich gerade auch sagen. Ich bin bereit. Ich bin auch bereit, dann starten wir direkt. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder die... Ja, bereit. Bereit. Nicht bright, sondern bereit. Ach so. Jetzt müssen wir uns echt mal überlegen, was wir machen. Denn in der letzten Folge sind wir ja elendig dran gescheitert, was natürlich auch daran lag, dass du deine beschissene Waffe da hattest. Na, die war ja auch voll scheiße. Ich habe zweimal geschossen und da war die Mana empty. Ja, das ist kacke dann. Ja, das ist mega mies. Boah, warum lädt das denn bei mir nicht? Ist dauert, oder? Im Lehrlingsschwierigkeitsgrad zu spielen, ist eine gute Methode, um neue Strategien auszuprobieren, um sich... warum gehen die denn immer rechtzeitig weg? Es lädt immer noch bei mir. Bei dir auch? Oh ja. Bei mir auch. Ich kann mit Enter den Chat öffnen und kann dir jetzt was per Chat schreiben. Oh, Leertaste zum Fortsetzen drücken. Ich schreib dir auch mal was. Hi. Du spielst... Nochmal hi. So, es klappt. Oh, jetzt kann ich dir nicht mehr schreiben. Oh doch, ich kam gerade eine Meldung, dass du Orcs Must Die spielst. Ich? Ja. Cool. Komisch. Dass du alles weißt. Hammer, ne? Okay. Cool. Oh, wir brauchen... So, die Fallen. Verdrescher. Wie hatten wir hier angefangen? Aber hier war scheiße, wenn wir hier angefangen haben, ne? Mhm, das stimmt. Oh. Ja, das Problem war, dass die Gegner dann immer oben rumgekommen sind und die Verdrescher unten dann zu wenig gebracht haben, also... Wir müssen uns auf jeden Fall mal ein bisschen Gedanken drüber machen. Das ist echt übel, die Stelle hier. Mhm. Vielleicht sollte man mit Teergruben arbeiten, obwohl ich weiß nicht, Teergruben. Ich weiß auch nicht genau. Ich öffne auch mal mein Zauberbuch. So, mein richtiger Stab. Ich pack erstmal den komischen Zwerg-Ork weg. Zwerg-Ork. Mhm. Und den Basilisken würde ich eigentlich auch wegmachen. Ich weiß nicht, ob der so viel bringt. Ah, das ist wahr. Was haben die Münzpresse würde ich noch lassen und die Säuresprühe. Mhm. Was ist denn mal mit Felsbrockenrutsche? Hm. Ach, die macht eigentlich zu wenig. Weißt du, die kann man ja nur einmal nehmen und dann dauert das ewig. Barrikaden, hast du die drin? Die Barrikaden habe ich noch nicht drin. Ich bin noch am Überlegen, was ich rausmache. Ich kann die Barrikaden noch reinmachen, weil ich habe noch zwei Plätze. Okay, ja, aber ich kriege die Barrikaden für 800. Ach ja, stimmt ja, das war ja... Du hast ja Rabatte bei den Leuten. Ja. Soll ich den Verdrescher rausmachen? Weil den hast du ja eigentlich. Ja, okay, den brauchen wir auch extrem viel. Ah, das stimmt auch wieder. Oder ich mache die Heilung mal raus, aber das ist auch kacke, wenn wir uns nicht heilen können. Mhm. Boah, das ist dann mache ich die Stachelfallen raus und mache die Barrikaden rein. Okay, dann mache ich jetzt noch die Stachelfallen rein. Mhm. Und die Münzpresse habe ich noch drin, dann nehmen wir, das nehmen wir denn da noch? Teer wäre vielleicht eine gute Möglichkeit. Ah, unter die. Teer besitze ich nicht. Das besitzt du nicht? Mhm. Okay. Eventuellen Mana-Brunnen. Ja, die Frage ist, setzen wir so viel Mana ein? Ja, meine Verzauberungsattacke braucht Mana. Ah, stimmt. Ja, hauen wir den Mana-Brunnen. Okay. Ja, dann versuchen wir es mal, oder? Wie fangen wir an? Wie fangen wir an? Ich würde sagen, den Start hatten wir letztes Mal auch und der ist scheiße gelaufen. Ich würde sagen, ich fange hier einfach mal an. Erstmal und ich lege gegenüber Säurefallen. So, mit den Stachelfallen. Nee, ich würde sagen, oben müssen wir eigentlich auch schon gleich verteidigen mit ein bisschen. Ja, okay, stimmt auch wieder. Dann verkaufe ich nochmal. Eine lasse ich mal stehen. Setzt du vielleicht deine zweimal entweder hier oben an die Wand oder vielleicht hier, weil stimmt, du da triffst beide Seiten. Da kamen ja auch sehr viele. Ja. Okay, da gehen die bis hier. Da, ach ja, stimmt, da haben wir auch noch so komischen Teer. Den habe ich letztes Mal nicht gesehen. Vielleicht eine Seite ein bisschen blockieren, dass die vielleicht nur noch auf die eine stehen andere Seite laufen. Oder dass sie eventuell in den Fallen stehen bleiben. Oh, was? Ich überlege gerade, soll ich hier noch eine Säure hinlegen? Ja, kannst du machen. Ich habe noch zwei Stück. Zwei kann ich. Ja, dann würde ich hier genauso zwei hinstellen. Auf jeden Fall. Dann für die gegenüber. Oh, die sind sogar gegenüber. Das gibt's ja gar nicht. Oh. Okay. So. Ich habe jetzt schon verdammt viel Angst und wir werden wahrscheinlich... Natürlich gewinnen wir. Wir sind doch die absoluten... Ich weiß es nicht. Pros. Oh, scheiße, ich habe da drüber geschossen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir sind die Pros. Die Pros, die Oberpros. Oh Mann. Aber das Verzaubern ist echt sehr praktisch. Oh ja.
Das war ja auch was, wo wir in der letzten Folge, was wir in der letzten Folge missen mussten. Auf jeden Fall. Da können wir die wenigstens noch gegeneinander aufhetzen. Also die erste Runde war ja kein Problem, aber es wurde dann rapide immer schwerer. Scheiße, ja. Da kam einfach zu viel durch und ich würde sagen, wir müssen hier auf jeden Fall auch was hinlegen. Oh, die ersten. Okay, die sind ja noch nicht mal bis zu unseren Fallen gekommen. Ja, ja, jetzt kommen ja noch unsere Fallen hier. Ja, müsste eigentlich hinhauen. Noch. So, da ist Mana, das ist sehr gut. Dann verzauber ich nochmal ein bisschen. Genau, und dann hau deine Freunde kaputt und explodier. Ich mag keine Orks. Eine neue Tür öffnet sich. Da hinten. 1500. Ich hau da. Die rennen meistens oben lang. Wenn wir den Weg barrikadieren und hier Verdrescher hinhauen. Ich mach jetzt erstmal einen Verdrescher oben hin. Und ich mach unten einen zur Sicherheit. Zwei. Hoffen wir mal. Ich zieh sie einfach nach mir. Ich zieh sie nach dir. Kommt her. Oh, die wollen nicht zu mir. Erstmal rumrennen. Auf Shift kann man ja rennen. Das hab ich die wollen nicht zu mir. Ah, jetzt kommen sie. Kommt. Wusstest du, dass man auf Shift rennen kann? Man kann rennen? Ja. Krasser Shit. Das wusste ich nicht. Wusste ich auch nicht mehr. Naja, man lernt kurz vorm Ende des Let's Plays, lernt man dazu. Ach, Ende. Wir sind mittendrin. Oh, oh. Von oben kommen sehr viele. Die rennen fast alle hoch. Okay. Ich versuche aber noch... Wirken deine Fallen noch? Die umzulenken. Genau, rennt in die... Na, ihr sollt in die Verdrescher reinrennen. Genau, und jetzt ladet euch auf. Dann gibt's Backenklatschen. Okay, da kommen... Wollen die ersten schon durch? Ja, hier? ich komm. Meine Güte. Boah, dieses Level ist verdammt schwer. Ja, vor allen Dingen die anderen werden ja nicht einfacher. So, einer ist noch irgendwo. Okay. Na, okay, das war's schon. Okay, dann. Oh, verdammt. Ich möchte Fallen eigentlich gerne, ungern so platzieren, dass sie nicht wirken, weißt du? Deswegen, wenn ich jetzt da hinten eine setze, dann trifft das nicht. Ah, die verdammt, Hälfte, die kommt von. Oh, scheiße, Bomber. Ja, besiegen, genau. Scheiße. Die war von der Ferne drauf. Mitte kommen noch ganz viele. So, habe ich getroffen. Gnolljäger ist auch noch am Start. Oh Mann, der rennt einfach durch. Ja, durch alle Fallen. Die Fallen machen demnächst. Ach so. Die wollen immer nur auf uns gehen, die Gnolljäger. Da ist noch ein Bombenviech. Nein. Ei, Karamba. Geht so, weg. Heilung ist mal rein. Scheiße, da kommt ein Runner durch. Oh, ich habe ihn noch gekriegt. Sehr schön. Oh, okay. Der Dings ist gedingensbumst. Da kommt Runner. Okay. Ich tue den Gnobold mal. Ach, den Gnobold. Ach, die heißen ja auch Gnobold. Oh, da kommt nochmal eine richtige Portion an. Oben ein Runner und... Oh, noch ein paar Gnobolde. Ja, ich schieße jetzt mal auf das Fass. Okay, super. Das haben wir in der letzten Folge auch nicht getan. Nee, total vernachlässigt, oder? Und das wird wahrscheinlich sehr viel geholfen. Oh ja. So, wir haben 1, 2, 3. So, da sind noch zwei Münzchen 5. für dich. Okay. Schnapp sie dir, Tiger. Okay, wo kommen die denn? Wo kommen die denn? Hier ist noch Mana. Boah, scheiß die Wand an. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich hau hier nochmal zwei Säurefallen hin. Und sicher ist sicher. Ich habe einigermaßen viel Geld gerade. Da könnte man auch nochmal eine Verdrescher hier hinpacken. So, die Seite müsste einigermaßen geschützt sein. Unten habe ich jetzt jede Menge Pfeilfallen und zwei Verdrescher. Okay. Also unten sieht gut aus, erstmal würde ich sagen. Oben, wie sieht's hier oben aus? Oben rechts bei dir Verdrescher. Genau, oben rechts müsste noch was hin. Oben links habe ich zwei Verdrescher, vier Säure. Okay, das sieht auch gut aus. Ich würde sagen, guck mal, da hinten die links, weißt du, die sind eigentlich voll deplatziert, weil die, weißt du, kommen nur von da hinten. Ich würde die zwei hier nehmen. Und die zwei noch hier hinten hin machen. Die Verdrescher? Die zwei Verdrescher. Weil guck mal, dann kommen die Gegner von die hier hochgehen. Das stimmt auch wieder. Und die hier lang gehen, weißt du, dann ist es ein bisschen besser platziert. Also hier. Weil, I place ich hab jetzt nur noch 400. It here. Ich habe noch 2600. Okay, so viel. Ach komm hier, ist immer was Spaß. Hau nochmal hier oben Verdrescher rein, oder? Das wäre eine super Idee. An diesen wir haben gar keine Münzpresse, fällt mir gerade ein. Ja, aber dafür ist es jetzt auch zu spät, oder? Ja. Okay. Einst du, wo du eine hinmachen könntest, wäre hier unten vielleicht, wenn du noch die 200 hast. Weil hier unten werden, denke ich mal, einige sterben. Also hier mitten rein.
Ja, hier, da wo die Verdrescher fallen sind, mit, genau. Ich kann noch zwei bauen. Machen wir so. Ja, das ist gut. Das so, ist sehr nice. Dann versuchen wir es mal. Okay. Es ist soweit. Das Gemetzel kann losgehen. Wahrscheinlich kommen sie jetzt mit. Ich verzauber sie mal von hier oben. Ach du Scheiße, jetzt kommen die doch von da, aber wir haben da ja Fallen liegen. Aber ich gehe trotzdem mal rüber. Pioniere? Wo? Unten kommt mit einer Elementar. Oh, verdammt, da kommen verdammt viele. Oh, zum Glück haben wir die Verdrescher hier hingestellt. Okay, die Säurefalle, die hittet die auch gut. Also bis jetzt kann ich die Gefahr noch einbannen. Oh, der Verdrescher kam runter und hat direkt ein paar Köpfe durch die Gegend geschleudert. Genau, Mana-Trank. Auch die Elementare hier? Ah, lass mich Mana-Trank. Ah, jetzt kann ich sie ver... Boah, wie schnell waren die denn tot? Ja, ich habe da ordentlich... Oh nein, 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 da kommt was durch. Puh. Das war ein Elementar. 5 Punkte, ey. Wir müssen noch das war ein bisschen achten. Mehr gewesen. 5 Punkte, ein Elementar und ein Bogenschütze. Aha. Scheiße, Mann. Alter Schwede. Dieses fucking Level, ey. Das ist echt, 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 echt übel. So, jetzt machen wir hier nochmal Pfeilfallen hin, ganz zum Schluss. Ja, auf jeden Fall. Ich mache hier auch noch ein paar Säurefallen hin. Hier kamen so viele durch. Oh, da sind wieder die Bombenviecher. Okay, von wo kommen die? Ich weiß nicht. Von rechts waren welche. Oben, bei mir kommt auch einer. Okay, ich gehe nochmal nach hinten und räume sie ab im Notfall. Ach du heilige Scheiße, da kommt ganz viel durch. Ich glaube, wir müssen wieder hinten verteidigen. Ja. Ich kann versuchen, noch ein paar Verzauberungen rauszukloppen. So. So, jetzt geht's ab nach unten. Dann unten kommen sie schon durch, die ersten. Unten liegt ein Mana-Trank unten in der Mitte. Okay, wo? Ja, sicher brauche ich einen. Wo genau? Unten in der Mitte auf deinen Münzpressen. Okay, ah, ich sehe. Denn hier kommen die ersten Gegner schon durch. Ja, links auch. Links jetzt. Die besiegen geht sterben, Gegner. Ihr Fickfehler. Okay, die sind verzaubert. Wir könnten auch gleich mal Benutzung mit den... Ach, hier, das Öl benutzen. Uiuiui. Ui, ich kann nicht verzaubern. Ach, du heilige Scheiße. Hier habe ich nur zwar noch Pfeilfallen, aber die sollten eigentlich erst auslösen. Oh, es ist ein Notfall. So. Oh, ich hau hier noch ein paar Stachelfallen hin. Momentan ist noch keiner durch. Nein, noch nicht. Also die Seiten sieht noch gut aus. Auf jeden Fall, die sind ganz wichtig. Durch. Oh Mann, in der Folge ist mal richtig Action. Oh ja, Strategie und Action. So. Okay, weiter, weiter hier. Säurefallen, wo kann ich noch eine Säurefalle hinsetzen? Genau schräg gegenüber. So, das müsste... Ah, scheiße, ich habe kein Geld mehr. Okay. Es ist soweit. Okay, da kommen wieder diese... Ja, die Pioniere. Genau, no, die gehen nach oben. So, da habe ich sie ausgeschaltet. Oben, beide oben. Unten Mitte, ich tue die verzaubern. Vielleicht gehen die sich dann mal gegenseitig auf den Sack. Oh, ich liebe... Oh, die kommen alle durch. Boah, verdammter Shit, ich habe keinen Mana mehr. Okay, wir haben ja die Verdrescher. So, ein Troll ist besiegt. Okay. Okay, da kommt noch einer runter. Oh, scheiß die Wand an. Oh. Wir sollten gleich mal das Dings benutzen. Nein! Explosionsdinger! Scheiße. Mich hat's erwischt. Ich hab's erwischt? Oh Gott. Aber ich hab wieder Mana. Ich kann verzaubern. Oh komm. Das kann jetzt nicht aus sein. So, Trolli. 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 So, du warst mal ein Trolli. Und jetzt kann man dich nicht mehr für die Reisen mitnehmen. Ich weiß, der war total schlecht. Oh ja. Okay, jetzt ist mal eine kleine Pause eingelegt. Eieiei. 22 Punkte haben wir noch, also... Das ist noch in Ordnung. Verdammt hart, die Dings. Ja, warte, ich mache hier noch zwischendurch noch... warte. Lass mich eine Säurefalle irgendwo auch hinsetzen. Ja, ich hab's mitten in die Treppe jetzt. Da ist noch eine. Da kommt definitiv auch noch... Hier ist noch ein Coin. Kommen die so weit? Ich hau noch eine hier, wenn die runterkommen. 700, ich kann noch eine... Ah, okay, auf... Da kann noch eine hin. Boah, wir haben das aber jetzt hier ganz schön vollgefallt. Ja, muss ja auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Sonst schaffen wir das nicht.
Ja, in die Wand könnte noch eine, in die Mitte. Ich habe gerade keinen Money. Hast du noch was am Start? Nee, aber ich will da unbedingt eine hinmachen.